Einen wunderschönen guten Morgen, also zumindest bei mir, je nachdem, was bei euch ist. Und willkommen zurück zu Medieval Dynasty, sage ich jetzt einfach mal. So. Ja, ist schon länger her, dass ihr von dem Spiel was gehört habt von mir. Bei mir ist es nicht ganz so lange her. Ich habe nämlich ja, hier ist jetzt der 27.10. zuletzt gespielt. 3 Uhr nachts, man kennt's. Warum ist das hier? Ah, Herbst. Nee, ich hab das nochmal schon gesperrt. Okay. Genau. Es ist einiges passiert. Wer sich noch an die letzte Folge erinnern kann, da, jetzt muss ich selber kurz überlegen. Wir hatten ein Haus gebaut, wir hatten also die Jagdhütte gebaut und Materiallager, glaube ich, heißt es. So, mittlerweile stehen ein paar Häuser mehr. Ich habe die ein oder andere Quest noch gemacht und ja, jetzt schauen wir einfach mal, was denn der heutige Tag so bringt. Wenn es mal laden würde, man kennt's, war der Vorführeffekt. Na, dann überspringen wir das kurz. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. In unserer kleinen schönen Hütte. Wem es direkt auffällt, ihr seht's, wir haben hier eine etwas andere Hütte. Nämlich die ist schon, ich nenne es jetzt mal Stufe 2, aber es stimmt ja eigentlich nicht, sondern das ist einfach eine andere Wand. So, wie war denn das jetzt hier? Hab's gleich. Baumodus. Verputzen, okay. Genau, das ist nämlich eine Holzwand. Die kann man sogar noch verputzen. Bodenbewurf, okay. Muss ich mal gucken. Habe ich auch noch nicht gemacht. Genau, das ist schon besser isoliert jetzt, weil vorhin hatten wir ja, wenn wir hier gucken. Da ist es. Hatten wir das hier. Das war ja unser erstes Haus. Ist mit einem Hase drin, sehr gut. Und das war ja einfach nur eine Flechtwand. Aber wir haben jetzt zwei Häuser, weil wir haben Zuwachs bekommen. Mit Zuwachs meine ich, sorry. I should better warm myself up. Ja, Kleidung haben wir immer noch schlechte. So, wie war das jetzt nochmal? Erst gespielt und schon wieder alles vergessen. Ah, hier ist gerade niemand, okay. Ja, wir haben nämlich eigentlich Leute. Das kann ich mal kurz hier zeigen. Wir haben einmal Strachomir und Doboslava. Zwei wohnen in der Hütte. Kriegen hoffentlich irgendwann ein Kind. Die Stimmung ist so, naja, also die habe ich erst neu geholt. Das ist noch nicht lang her, nach dem Speicherpunkt. Deswegen, die haben alles, sie haben Essen, sie haben ein Dach über dem Kopf, trinken, es ist alles da. Genau. Sie ist Jägerin, sie holt hier ein bisschen Fleisch und so ran und er ist der Holzfäller. Das sehen wir ja auch hier. Hier sehen wir auch die ganzen Gebäude, was ich schon gebaut habe. Sind ein paar mehr, ja. Die zwei Häuser, dann der Holzschuppen, die Kräuterhütte bin ich gerade am Bauen. Wir haben die Jagdhütte, wir haben schon eine Scheune. Wir haben eine Werkstatt, Material- und Nahrungslager, klar. Ein Feld haben wir auch schon, genau. Das ist aber noch nicht bestellt und so. Das hier habe ich mir tatsächlich ehrlich noch selber gar nicht angeschaut. Okay, interessant. Brennmaterial. Sehe ich, was eingelagert ist. Ein Brot mit 80. Okay. Das ist cool. Als Fleisch, ja. Das ist nicht schlecht. Hier haben wir einmal mit Wasser, genau. Und den Trinkschlauch. Okay.
So. Genau, sie arbeitet bei der Jagdhütte. Wie war denn das jetzt nochmal? Ich möchte gerne gucken, ob die ich das hier, ob die schon was hergestellt. Stand ist nicht mehr ganz so geil, aber geht noch. So, hier. In Arbeit, in Arbeit, in Arbeit. Genau, Fleisch, Leder und Pelz stellt sie her. Das Leder ist von mir, der Pelz auch. Fleisch haben wir noch Coins, oder? Nee. Okay, das dauert noch ein bisschen. Pelz. Okay, Bekleidung und das hier auch. Ja, da muss ich mal gucken. Weil ich brauche halt, wie gesagt, bessere Kleidung auf jeden Fall. Wie es mit den Leuten hier ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wie das läuft, ob die sich selber anziehen oder nicht. Ihr seht, wir sehen immer noch wie so ein richtiger Loser aus. Ich habe ein Fleisch hier dabei. Ja, Dünger war so das Problem. Trockenfleisch, verdorbene. Das Verdorbene brauche ich auch für Dünger und so. Okay, das eine Fleisch würde ich jetzt noch kurz braten hier. So. Ja, Winter ist halt immer so dieses Ding jetzt, ne? Weil wenn dem Kalb kalt wird, zieht es dem Leben ab, nämlich. Dann kann ich eigentlich gar nicht viel machen im Winter. Dann hier oben, glaube ich, war die Baustelle mit der Kräuterhütte. Genau hier. Holzstimme. Ich weiß nicht, was mein Dings hier, falls man es piepsen hört, jetzt für Probleme hat. Das ist seit gestern so. Es ist eigentlich alles wie immer so. Wahnsinn. Jetzt das Leben geht ziemlich schnell runter. Deswegen weiß ich nicht, ob das was bringt, wenn ich die Fackel in die Hand nehme. Die F. Weiß nicht, ob das was bringt. Okay, anscheinend schon. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit mit der Fackel rumrennen. Ich habe zwar drei, aber die halten auch nicht ewig. Mache ich denn eine neue Fackel, wenn es ist? An der Werkbank der Werkstatt. Stadt haben wir natürlich. Ah ja, genau. Übrigens, das hier ist so jetzt das Dorf erstmal. Also hier sind die zwei Häuser. Möchte ich hier so erweitern mit Häusern. Hier soll ja Mitte hinkommen vom Markt. Da oben ist wie gesagt die Kräuterhütte. Hier ist der Jäger. Hier ist die Scheune, Holzfällerlager, Nahrungs- und Materiallager. Hier ist die Werkstatt. So. Stock und Stroh. Gut, das können wir eigentlich herstellen, ne? Nicht? Okay. So, wie sieht's hier aus? Wir haben 8 Stämme. Wie viel brauchen wir? 6, glaube ich. Mal mit. Hier ist hier, genau, hier ist einer der Dorfbewohner. Er macht hier schöne Holzstämme. Ich hänge mir fest. Hallo? ich hänge fest. Ja, gut, ne? Also, ich hänge hier fest. Warum auch immer. Kann ich mich irgendwie resetten? Befrei mich. Perfekt. Ja, das hatte ich auch noch nicht. Warte mal, er verirrt gerade gar nicht. Gibt es so ein, sag mal, Heatbuff? Kälteschutz 16.
Sie Schutz 6. Das ist interessant auch. Okay, genau, sehe ich das, was er schon so hergestellt hat? Schuppen. Arbeit. Muss ich mal im Auge behalten. Okay, jetzt wird es ihm wieder kalt. Die Fackel wieder, oder? It's biting cold. Ja, berühmt. Wir müssen hier eine Kräuterhütte bauen. So, einmal einen Holzhammer. Zack. So, jetzt brauchen wir wieder Stämme. Zwar einige. Stroh kann ich schon mal dran machen. So, hier brauchen wir Stöcke. Auch. Ja, Leben geht runter, ich weiß schon. It sure is. Frosty. Gut, dann Fackel wieder rausholen. Achso, ich kann ja beides. Ich habe zwei Hände. Haha. Stell dir vor, ich bin ja ein Mensch, Mann. Und ich kann sogar looten mit Sachen in der Hand. Ne? Ja, damit. Aber die Fackel verbraucht sich schon echt schnell. Aber gut. So, einmal die Holzstämme bitte. Danke. Dann ein paar Stöcker noch. Nochmal so 50. Jetzt haben wir keine Holzstämme mehr drin. Bin ich mal gespannt, ob er dann welche herstellt oder nicht. Und die Schneesounds hier. Aber wir haben erstmal das Dach fertig. Zack, zack. Dann das hier. So, dann den hier. Schnauft einem das Ohr voll hier. Ah, verschnaufe erstmal. Okay, zwei Stämme brauche ich noch. So. Ganz cool aus, eigentlich schon. Kräutern hier. So, welcher Baum muss dran glauben? Ich glaube, der hier. Tschüss. Oder auch nicht? Ja, nee, also. Dann machen wir es so. Danke, danke. Wo haben wir? Hier. Fackeln sind echt schnell aufgebaut. Und. Abgeschlossen, wunderbar. Ui. So, was können wir hier machen? Tränke. Heiltrank. Trank des schnellen Heilens. Warte mal, ich glaube, hier ist ja isoliert, ne? Dann kann ich die auch. Ein Holzfläschchen, Tonfläschchen, Holzfläschchen. Einmal mit Wasser, okay. Heiltrank 1, Gegengift, Entgiftungstrank, Ausnüchterungstrank.
Ein Trank wird am Kräutertisch blabla, stellt sofort eine gewisse Menge an Gesundheit wieder her, kann getrunken werden. 35 Gesundheit. Der hier stellt nach und nach eine gewisse Menge an Gesundheit wieder her. 1,5 pro Sekunde. Okay. Löwenzahn, breitwegerig. Das hier auch. Der hier braucht halt mehr. Okay. Was haben wir noch? Gesundheitstrank. Stärkt für eine Weile die Gesundheit, kann getrunken werden. Plus 50 mehr Gesundheit, okay. 50% geringere Ausdauerverbrauch. Weniger Nahrungsverbrauch, Wasserverbrauch. Gewichtsobergrenze, der ist sehr cool. Wenn man mal so ein großes Bauprojekt hat, dann trinkt man den. Dann kann es erstmal ein paar mehr Holzstämme tragen. Temperaturtrank, der wäre jetzt im Winter sehr gut. Hopfen habe ich aber noch nicht. Und 50% mehr Schaden, Alter. Haben wir hier Nachtsicht, okay. Kenne ich von Kingdom Come. Gift, auch klar, was das macht. Tarntrank, okay. Sorgt dafür, dass dich Tiere vorübergehend ignorieren, wenn du ihnen nicht zu nahe kommst. Oh, sehr gut. Trank der unbegrenzten Möglichkeiten. Setzt alle Fertigkeitspunkte zurück, kann getrunken werden. Das ist auch richtig cool. Aber der braucht auch richtig viel Sachen, ne? Ah, Pilze gehören hier rein, okay. Ah, und hier kann ich meine Pfeile vergiften. Okay. Okay, desto besser das Material von dem Pfeil, desto mehr Vergiftung hat es. Alles klar, check. Okay. So, haben wir hier schon irgendwas? Nee. Dann rennen wir einmal rüber. Wir suchen jetzt mal, weil ich habe ja schon ein bisschen was gesammelt, nämlich. Pilze und so. Habe ich das hier? Ja, hier haben wir schon mal Pilze. Pilz, dann den hier. Setzling, Weidekorb, glaube ich, brauche ich dann nicht. Den hier mal noch. Ich weiß nicht, welche Pilze ich genau dafür brauche, deswegen nehme ich einfach mal alle. Habe ich mir jetzt nicht gemerkt. So, und was war noch? Hier war nix, ne? Ich habe schon wieder 7 Holzstämme. Der ist ja richtig schnell. Sympathisch, der Kerl. Finde ich gut. Hier haben wir auch Ton, okay. Aber ich brauche ja Tonbewurf zum Dings. Hier haben wir auch Pelz, warum auch immer. Nehme ich auch mal mit, der gehört hier nicht rein. Okay. Ja, soll ruhig ein paar Stämme machen. Haben wir einmal mit Wasser, da haben sie schon 3 rausgetrunken. Immer noch Fleisch. Ach, sie tut das Fleisch auch hier rein. Okay. Oder war das? Nee, ich tue es mal raus. Und ich behalte es im Auge. Wo sind meine ganzen Kräuter? Ich hatte doch. Ah, ich weiß wo. Ich weiß wo. Bei der Jagdhütte habe ich die Ringe getan. Ah, stell dich nichts an. Das piepst du schon in der Wahnsinn. Irgendein Problem hat das mit zur Zeit. Servus. Oh, coole Mütze. So, kurz piepsen. Ausgemacht. So, einmal Trockenfleisch bitte. Gut. Hier können wir Bogen uns herstellen, genau. Ich habe mir ja nicht gemerkt, wie viel da drin war.
Warum ist das schwerer 1? Warum ist das nicht zusammengesteckt? Ach, weil es rot ist. Nee, ich dachte, ich habe hier die Kräuter. Ich habe keine Kräuter mehr. Was habe ich mit denen allen gemacht? Die verkauft? Sehr interessant. Dann so viele Federn, ne? Okay, was braucht sie eigentlich? Häuten? Messer, ne? Sie hat ja dieses Kupfermesser, was ich irgendwo mitgehen habe lassen. Das hält ja normalerweise ein bisschen. Na gut, dann haben wir halt keine Kräuter. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Es gibt doch eine Taste da. E. Schneller. E, F, D, dann 38 Pilze. Okay, dann sieht das auch gut aus. Die machen halt Vergiftung, ne? Darf man auch nicht vergessen. Den hier brauche ich auf jeden Fall für Giftsachen. Könnte man auch zubereiten. Aber naja. Ja, ich kann ja mal noch gucken, was denn dieses Gebäude. Wo ist es? Warum ist hier so ein Symbol? Ah, was die sammeln sollen in verschiedenen Jahreszeiten, oder? Ändert sich da was? Ah, nee, das zeigt an, welche Jahreszeit gerade gearbeitet wird. Okay. Im Winter stellen die ganzen Tränke her oder die Pfeile. Sammeln aber nichts. Okay, es hat alles verschiedene Jahreszeiten zum Sammeln. Pilze nur im Herbst. Okay. Weiße Moor. Kirsche. Okay. Ich checke. Na gut. Dann würde ich sagen, hier ein kurzer Einblick wieder. Wie es denn so aussieht im kleinen Dörfchen schon mittlerweile. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Um Klamotten müssen wir uns auch mal jetzt kümmern irgendwann. Ich bedanke mich und wir sehen uns. Ciao.